Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht es um dieses schicke Esel-Mount hier. Und zwar schimpft sich das hier verängstigtes Packmuli und das können wir einmal hier in Drustva farmen. Und zwar habe ich da auch schon einen schicken Farmspot rausgesucht. Und zwar sind wir da gerade mit einer Gruppe dran. Ich würde sagen, wir schauen uns das jetzt mal kurz an hier, wo wir sind. Und ihr seht schon, hier ist schon einiges zu looten. Ich loote jetzt mal rein. Vielleicht ist ja zufällig das Mount drin. Ich habe es zwar schon, aber man weiß ja nie. Okay, hier war es leider nicht drin. Aber ihr seht schon, wir sind hier auf so einem Falkenspot, wo extremst viele Mobs die ganze Zeit spawnen. Wenn wir jetzt... Wir haben hier sogar zwei Gruppen am Start und wenn man immer vier Leute ist, kann man theoretisch das nochmal ein bisschen cheesen. Wenn man eine volle Fünfergruppe ist, dann kann man einer anderen Fünfergruppe quasi das Zeug wegklauen. Mit zwei Vierergruppen geht das eigentlich immer am besten. Aber man kann das natürlich auch mit einer Fünfergruppe machen, da kriegt man genug zusammengepult. Das sollte eigentlich auch nicht das Problem sein. So, jetzt wird der ein oder andere sagen, an dem Spot droppt das Mount gar nicht, weil es auf WoW Head steht, dass es da nicht droppt. Auf WoW Head stehen nämlich insgesamt genau 5 Mobs. Ich kann das euch auch mal kurz zeigen. Und zwar ist das einmal der behexte Gardist, der behexte Armbrustschütze, der Hellebardier und dann sind nochmal die drin, weil sie wahrscheinlich eine andere ID haben. Und diese Mobs befinden sich alle von hier bis etwa hier, ne? Aber diese Falkner, die behexten Falkner, sind irgendwie nicht mit drin, warum auch immer. Sie können es aber droppen. Ich habe selber schon einen Mount Drop hier gesehen von einem Kollegen. Und die Leute in der Gruppe, ich jetzt bin, die haben auch mir bestätigt, dass bei ihnen, bei einem Dude, der vor mir in der Gruppe war, quasi das Mount hier gedroppt ist. Und das ist definitiv der beste Spot, den es im Moment hier gibt. Ich kann euch nämlich jetzt nochmal was anderes zeigen. Und zwar gab es, bevor es genervt worden ist, hier unten ein Spot, der wird wahrscheinlich noch in älteren Videos erwähnt werden. Und zwar in dem Lager hier. Das Problem ist aber an der Geschichte, die Mobs spawnen hier nicht mehr so gut nach wie hier oben, wo ihr gerade gesehen habt, dass die ja im Sekundentakt nach spawnen. Ich schätze, dass diese Hexen oder Behexen Falkner es genauso gut droppen können wie die Gardisten, die Armbrustschützen und die Hellebardier. Sie bloß irgendwie noch nicht in WoW Head drin sind, so wie es mir scheint. Genau. Von der Drop-Chance kann ich euch leider keine genauen Zahlen geben, aber ich kann euch nur das auf den Weg geben, dass ich denke, es droppt genauso gut wie die anderen Mobs auch, also ziemlich beschissen. Deswegen habe ich meins auch im Auktionshaus gekauft für, ich glaube, ich habe 250k etwa hingelegt, ist jetzt nicht übertrieben viel, vor allem wenn man denkt, dass einige Farmspots wieder genervt worden sind, dass der Preis jetzt erstmal wieder steigen wird und wahrscheinlich dann erst im Laufe des Addons dann wieder sinken wird. Ja, so viel zu dem Ganzen. Ich zeige vielleicht nochmal den Spot hier. Das ist hier der Falkner-Spot auf den Koordinaten 31, 24. Und wie gesagt, wenn ihr euch hier hinstellt, am besten noch so eine Monk-Statue habt und ihr seht, der Monk ist nicht bei uns in der Gruppe, sondern wir haben hier zwei Vierergruppen quasi am Start. Dann kriegst du eigentlich relativ viele Mobs und wenn dann ab und an, wie hier der Druid, der auch nicht bei uns in der Gruppe ist, hier hinten mal noch ein paar Mobs ranzieht, dann geht es relativ schnell eigentlich, dass du hier Mobs kriegst und eigentlich, ja, musst du fast die ganze Zeit looten und teilweise sogar mehrmals, weil es mit einem Loot gar nicht mehr alles durchgeht. Ja, soweit zum Spot. Mich würde es interessieren, wie lange ihr gebraucht habt, das zu farmen. Vielleicht habt ihr ja auch irgendeinen ganz anderen Spot, den ich jetzt hier gar nicht auf dem Schirm hattet. Teilt das gerne in den Kommentaren mit der Community. Und sonst würde es mich freuen, wenn ihr mir noch verratet, wie lange ihr gefarmt habt, beziehungsweise ob ihr so wie ich resigniert habt und euch das lieber gekauft habt, als dass ihr dann quasi ewig viel Zeit rein investiert, weil ihr keinen Luck habt, so wie es denn mir immer geht. Ja, das war's mit dem Video. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen. Euer Chilla, bis zum nächsten Mal. Ciao.